Wolfsbarsch mit Pernodsahne, ein Genuss für Auge und Gaumen für zwei Personen. Zubereitungszeit circa eine Stunde pro Portion 610 Kilokalorien. Küchenfertiger großer Alfsbarsch, Klammer auf, ca. 600 Gramm, Klammer zu, Salz, Pfeffer 1-2 Bio-Zitrone EL Butter unterstrich Inge Fenchelknollen, Klammer auf, ca. 500 Gramm, Klammer zu, Schalotte unterstrich Butterschmalz unterstrich Anise, Klammer auf, Pernod oder Ricard, Klammer zu, Mlfischfond, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, 1 Gramm Sahnedäschen Safranfäden, Klammer auf, 0,1 Gramm, Klammer zu, Erdem, Bratschlauch, Klammer auf, ca. 80 cm, Klammer zu, Backofen auf 100 Grad vorheizen, den Fisch außen in waschen und trockentupfen, salzen und gleich in die Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, Scheiben schneiden, mit der Butter in den Fisch geben, den Fisch in den Bratschlauch legen, essen an beiden Enden verschließen, den Fisch im Blech im Backofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, ca. 35 garen. 5. Das übrige Butterschmalz in eine Pfanne erhitzen und den Fenchel und den Safran, darin bei mittlerer Hitze 8 bis braten, dabei gelegentlich umrühren, salzen und zugedeckt warm halten. 6. Den Fischfond durch ein feines Sieb in einen anderen Topf gießen und bei starker Hitze sämig einkochen. Den übrigen Pernod unterrühren und den Fond mit Salz und Pfeffer abschmecken. 7. Den Fisch aus dem Backofen nehmen, Klammer auf, S-Profi-Tipp, Klammer zu, und die Filets auslösen, dazu den Kopf entfernen und von der Oberseite die Haut abziehen, mit einem Fischmesser, Klammer auf, oder eine Gabel, Klammer zu, entlang der Mittelgräte einschneiden, die beiden Filets abheben und auf zwei vorgewärmte Teller geben, die Mittelgräte in einem Stück Heer ausziehen, die beiden unteren Filets auslösen. 8. Die Fischfilets auf dem Safranfenchel anrichten und mit der Soße überziehen. Mit dem Fenchelgrün garnieren und sofort servieren. Profi-Tipp: Fischgarprobe, ziehen Sie an der Rückenflosse, das geht auch durch die Folie. Wenn sie sich leicht her ausziehen lässt, ist der Wolfsbarsch gar.